Liebe Studierenden, willkommen zurück. Wir möchten Ihnen nun, wenn Sie Ihre Quellen recherchiert haben, noch einen Überblick geben, wie Sie letzten Endes Ihre Quellen auswerten und bewerten können. Denn natürlich haben Sie eine ganz große Vielfalt von Quellen, die Sie zur Verfügung haben, aber Sie sollten natürlich die besten Quellen für sich herausziehen. Zunächst ist wichtig, dass Sie natürlich eine Quelle haben, die sehr nah an Ihrem Bearbeitungsgebiet, an Ihrem Thema liegt, sodass der inhaltliche Fokus hier der allerwichtigste ist. Wir möchten Ihnen aber nun auch für Bücher, Fachzeitschriften und Internetquellen ein paar Kriterien mit an die Hand geben, wie Sie Quellen auswählen und bewerten können. Kommen wir zunächst zu den Büchern. Hier ist es natürlich wichtig, einmal den Titel und den Untertitel sich anzuschauen. Zu schauen, ist das thematisch wichtig für meine Arbeit. Dann sich den Verfasser oder den Herausgeber anzuschauen. Ist das jemand, der sehr renommiert ist, schon viel publiziert hat? Eventuell die Schriftenreihe, den Verlag. Es gibt einige sehr wichtige Verlage, wie beispielsweise den Springer Verlag, Gabler Verlag, Schäfer-Pöschel und so weiter, die sehr renommiert sind, sodass dies auch ein Qualitätsindikator sein kann. Dann ganz wichtig ist die Auflage, das heißt, wie häufig wurde schon dieses Buch veröffentlicht und wurde letzten Endes auch ausverkauft. Um entscheiden zu können, handelt es sich um eine sehr beliebte, sehr gute Quelle, weil die viele Lehrbücher, die sehr renommiert sind, sind schon in einer sehr hohen Auflage verfügbar. Schauen Sie sich auch nochmal das Vorwort an. Ist ein Abkürzungsverzeichnis da? Was sagt der Klappentext? Wie ist die Inhaltsübersicht? Finde ich dort meine Themen, die ich benötige? Schauen Sie sich die Gliederung an. Anmerkungen und Zitate können auch wichtig sein. Ganz wichtig wird aber sicherlich auch das Literaturverzeichnis sein, sodass Sie aus dem Literaturverzeichnis auch gegebenenfalls nochmal weitere Quellen entdecken können. Bei den Fachzeitschriften sieht das etwas anders aus. Auch hier ist der Titel und Untertitel sehr wichtig, wie auch der Verfasser. Beispielsweise, wenn es sehr renommierte Autoren sind, werden sie auch hier sehr schnell fündig. Ganz wichtig ist aber auch die Qualität der Fachzeitschrift, die Sie gewählt haben. Wir machen das gleich nochmal an einem Beispiel. Und danach der Verlag oder Verlagsort. Letzten Endes sollte es auch eine recht frische Quelle sein, das heißt, das Erscheinungsjahr sollte nicht so weit zurücklegen. Schauen Sie auch nochmal in die sogenannten Acknowledgements oder in den Dank hinein, der sich jeweils unter den, auf der ersten Seite befindet eines Fachartikels. Wenn hier renommierte Personen aufgeführt sind, können Sie auch davon ausgehen, dass es ein sehr guter Beitrag sein wird. Anmerkungen und Zitate und auch hier das Literaturverzeichnis nochmal sehr wichtig. Wir schauen uns das nochmal an, wenn wir in Google Scholar recherchieren. Wenn ich hier jetzt einmal beispielsweise Rogers eingebe, den hatten wir bereits, und den Begriff Adoption, haben Sie beispielsweise hier New Product Adoption and Diffusion, ein recht wichtiges Journal, Journal of Consumer Research. Sie können jetzt hier auch nochmal hergehen und sich bestimmte Qualitätslisten anschauen. Es gibt für Fachzeitschriften immer eine Übersicht der Qualität, ob es jetzt ein A, B, C oder D Journal ist. Man kann hier einmal draufklicken und gelangt dann zu der Fachzeitschrift. Manchmal sind auch noch Impact Factors genannt, das heißt sogenannte, wie groß ist der Impact oder der Einfluss dieses Journals. Article Usage, hier sehen Sie auch nochmal, wie der Artikel abgerufen wurde. Das heißt, hier haben wir schon ganz gute Abrufzahlen, sodass Sie auch hier schon mal sicher gehen können, dass dies doch ein sehr gefragter Artikel ist. Ein weiterer Indikator, gerade auf Google Scholar, ist diese Angabe, das heißt zitiert von, das ist genau das, was gerade das Journal auch nochmal herausgegeben hat, aber Google Scholar gibt Ihnen immer die Anzahl von Zitationen an und je höher diese sind, hier sehen Sie auch nochmal andere Veröffentlichungen von Rogers, also ich sage mal so, alles was über 100 ist, ist schon wirklich sehr renommiert, kann sich wirklich sehen lassen und das können Sie dann auch ohne zu zögern zitieren. Kommen wir nun zur letzten Kategorie, das sind unsere Internetquellen. Hier ist es etwas schwieriger zu bewerten, ist diese Internetquelle nun valide, ist sie zitierwürdig, ja oder nein, ist das eine gute Quelle. Von daher schauen Sie immer ja auch hier auf den Herausgeber an, das heißt, ist es eine institutionelle, kommerzielle oder private Website, die ich hier gerade vorliegen habe. Wer ist dann auch nochmal die Zielgruppe oder wer ist das Ziel
der Information, ist es reine objektive Informationsvermittlung oder gar Werbung, Selbstdarstellung von verschiedenen Organisationen und Persönlichkeiten. Inhaltlich vollständig sollte die Quelle ebenfalls sein. Es sollten auch hier Quellenangaben verfügbar sein für Tabellen und Grafiken. Dann auch nochmal schauen, was sind, wie aktuell sind die Texte, die dort verfügbar sind. Wie sind die Links, auf die verlinkt wird? Sind die alle vorhanden oder fehlen da eventuell Links oder sind nicht mehr verfügbar? Wer ist die Organisation? Ist es ein renommiertes Unternehmen beispielsweise, eine renommierte Unternehmensberatung? Wie sehen die Autorennachweise aus? Schauen sich diese Personen auch nochmal an, auch auf Netzwerken wie beispielsweise Xing. Und wie sieht das weiterführende Material aus? Von daher hier sicherlich nochmal am schwierigsten zu beurteilen, aber hier sollten Sie sich auch noch ein bisschen, sag ich mal, Mühe reinstecken, um zu bewerten, ob meine Internetquelle, die ich dort vorhanden habe, wirklich zitierwürdig ist. Dies war nun ein kurzer Ausblick über die Auswahl von Quellen. Auch wenn Sie hier wieder Hilfe benötigen, sprechen Sie Ihre Dozenten an oder auch nochmal die Mitarbeiter der Bibliothek, die hier Ihnen gerne weiterhelfen. Vielen Dank.